Hallo allerseits. Heute möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr mit Bootstrap Dropdowns bauen könnt. Dropdowns, das sind Menüs, wo ihr logischerweise kennt aus ganz vielen Orten mit verschiedenen Links. Es hat was zu tun mit den Button Groups, aber bei Dropdowns wird es auch ein bisschen spezifischer, was ihr tun könnt mit diesen verschiedenen Menüoptionen. Schauen wir uns doch mal den Code an im Brackets. Also kopieren wir den da von W3 Schools rüber ins Brackets und testen den mal entsprechend aus, was der so darstellt, wenn er einfach mal so übernommen wird. Ihr seht quasi hier rechts jetzt diesen Dropdown mit den drei Links, Links 1, 2 und 3. Also schauen wir mal, wenn wir da ein bisschen Sachen umschreiben. Das ist mein Dropdown Menü und dann unter Link 1 schreibe ich jetzt mein erster Link, voilà. Und so weiter. Könnt ihr dann euch selber mal ausprobieren, wie das aussieht. Wenn ihr das darstellt, ist es entsprechend so ausgewählt mit einem entsprechend schönen Hover-Effekt. Schaut man sich den Code mal an, besteht er aus einem Button, das ist der blaue Teil hier. Da gibt es wiederum die Möglichkeiten mit den Farben, Danger oder wie auch immer, Warning, da die Farben etwas zu ändern. Der Toggle sagt, dass eben entsprechend diese Möglichkeit besteht, das ein- und auszuschalten, dass er runterfährt. Und unten dran kommt ein Div, das nennt sich dann Dropdown Menü. Und innerhalb vom Dropdown Menü kommen Links mit der Klasse Dropdown Item. Und da würdet ihr dann entsprechend den Link auf die HTML-Seite einfüllen. Gut, das war mal soweit zu der Grundstruktur. Jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten, diese Dropdowns etwas anzupassen. Ihr könnt jetzt erstens mal verschiedene Dropdown-Items unterteilen mit einem sogenannten Divider. Das geht sehr einfach, indem ihr sagt, einerseits wird jetzt hier das Div schon abgeschlossen von oben. Und würde dann entsprechend ein neues Div kommen, das nennt sich dann mit der Klasse Dropdown Divider, ganz originell, und ist entsprechend dann unterteilt in einen Div. So. Habe ich da, glaube ich, noch ein Div zu viel. Voilà, schauen wir es mal an. Ah, jetzt hat es etwas abgeschnitten. Müssen wir doch noch ein Div einbauen. Voilà. Jetzt kommt mal gar nichts mehr momentan. Genau, stimmt. Ich muss auch diesen Div da entfernen. So, und dann kommt das hier so. Mein erster Link oben, dann kommt der zweite Link, dann seht ihr hier den Divider, da passiert nichts, wenn man da was reinschreibt, und dann beim dritten Link kommt jetzt zum dritten Mal, seht ihr dann dort entsprechend diesen Link. Die andere Möglichkeit ist, anstelle von so einem Divider oder zusätzlich zu einem Divider mit Headers zu arbeiten, so mit Link-Headers. Also ihr könnt dann zum Beispiel Div und dann die Klasse Dropdown, richtig schreibt, Dropdown Header, und dann das ist der Titel dieser Menu Items. Voilà, seht ihr schön grau ein Titel, und auswählbar sind dann die einzelnen Links. Und dann könnte man nach dem Divider noch einen Dropdown-Titel machen und dann entsprechend das etwas. Das ist der zweite Titel. So, jetzt haben wir ein schönes Dropdown-Menü mit Divider und Dropdown-Headers. Als nächstes möchten wir beispielsweise gewisse Items aktivieren und deaktivieren. Active ist Default, Disabled wäre dann die zweite Möglichkeit. Disabled
Voilà, so ist dann ein Menü-Item entsprechend deaktiviert, wenn beispielsweise dieser Link nicht funktionieren soll. Dann gibt es noch Konfigurationsmöglichkeiten, wie das Menü angezeigt werden soll. Jetzt ist es ja nach unten angefügt. Wenn ich jetzt beispielsweise ein bisschen größer mache da und dann die Klasse vom Div, vom ganzen Dropdown ändere auf Drop Right, dann muss ich das mal reloaden. Und jetzt erscheint das Menü hier auf der rechten Seite. Oder logischerweise Drop Left. Dann erscheint das Menü auf der linken Seite. Gut, da müsste man jetzt noch entsprechend die Position von diesem Knopf nach ganz rechts schieben, sonst macht das wenig Sinn. Nach rechts verschieben könnt ihr den Knopf, indem ihr ein Float Right macht. Ohne Zwischenraum natürlich. So. Und dann rutscht der Knopf nach rechts und ihr könnt dann drauf drücken und wenn alles klappt, kommt das Menü dann auf der linken Seite. Anstelle von einem Drop-Down gibt es jetzt noch die Möglichkeit von einem Drop-Up. Drop-Up, könnt ihr mal raten, was da passiert. Genau, da wird das ganze Ding nach oben aufgetan. Das müssen wir zuerst noch ein bisschen Platz schaffen. So. Nochmal neu laden. Voilà. Und jetzt erscheint das Ding nach oben. Wir machen das Float Right hier weg. So, jetzt ist voilà. Alles das ist auch erklärt auf W3 Schools im Detail, noch mit weiteren Beispielen, mit Gruppieren und so weiter. Was ich sehr praktisch finde, ist die ganze komplette Bootstrap Dropdown Referenz. Da könnt ihr auf diesen Link gehen. Und seht hier nochmal im Detail, was genau welches CSS-Klasse macht, wie sie die Formatierung verändert und auch noch mögliche Beispiele, wie ihr die Steuerung über JavaScript ändern könnt. Dann also viel Erfolg bei den Dropdowns bauen und bis zum nächsten Mal.